Die aktuellen Inflationsdaten für Deutschland und die Eurozone wollen wir als Anlass nehmen, das Thema finanzielle Repression zu beleuchten. Sie wissen, es geht darum, dass die Renditen und die Zinsen so niedrig sind, dass sie unterhalb der Inflationsrate liegen. Dementsprechend haben wir eine Enteignung, eine Verschiebung vom Gläubiger zum Schuldner. Und wenn wir das in einen aktuellen Kontext einordnen, dann können Sie hier in Rot die voraussichtliche Inflationsrate für Deutschland im November 2018 sehen. Die jeweiligen Balken zeigen die Einkaufsrenditen verschiedener Segmente der klassischen festverzinslichen Wertpapiere, also deutsche Staatsanleihen, fünfjähriger Laufzeit, ohnehin im roten Bereich. Kontoguthaben, sofern Sie keinen Strafzins zahlen, zumindest die schwarze Null, Pfandbriefe 0,2%, Unternehmensanleihen 1%, ja, selbst mit der Anleihen niedriger Bonität nur 3,45%, wenn wir die Abgeltungssteuer einbeziehen. Dementsprechend können wir feststellen, dass viele Vermögensklassen, die defensive Charakteristika aufweisen, mathematisch die Inflationsrate nicht schlagen können. Dementsprechend kommt es hier zu einem Kaufkraftverlust, das nicht nur in Wertpapierdepots und auf Konten, sondern auch bei Versicherungen und Kapitalsammelstellen wie Versorgungswerken, die alle immer größere Probleme haben, entsprechend hier ihre Verzinsungen zu erzielen und vor allem auch Renditen zu generieren, die langfristig dem Charakter einer Altersvorsorge entsprechen. Hierzu sind einfach höhere Renditen notwendig als das, was wir momentan im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere realisieren können. Im nächsten Schritt müssen wir als Investoren natürlich schauen, was die zugrunde liegenden Kapitalmarktindizes tun. Hier können Sie immer in den Medien dargestellt bekommen, wie hat sich der DAX entwickelt, was hat der S&P 500 gemacht oder wie hat sich der europäische Aktienmarkt entwickelt. Wir schauen mal unter die Oberfläche und betrachten ganz genau, welchen Grad der Risikostreuung die Indizes momentan liefern. Und Sie sehen das hier entsprechend nochmal abgebildet. Sie haben hier die verschiedenen Länder- und Regionenindizes auf der linken Seite. Die haben wir hier. Dann sehen Sie hier in dieser Spalte den Grad der Diversifikation, den der Index aktuell nutzt aufgrund der Zusammensetzung. Und hier sehen wir den Grad der Risikostreuung, der möglich wäre, wenn man die Einzeltitel anders gewichtet. Und das hier dann eben die Prozentzahl. Das heißt, der globale Aktienmarkt nutzt momentan nur rund 30% des möglichen Diversifikationspotenzials. Dementsprechend die Risikokonzentrationen sind relativ hoch. Das heißt, dass sich sowohl Indexfondsanleger, die sich über ETFs engagieren, als auch Investoren, die in aktiven Aktienfonds engagiert sind, die wiederum passive Indizes als Benchmark haben, über diese Risikokonzentration Gedanken machen müssen. Man muss sein Portfolio auf den Prüfstand stellen, um hier optimalerweise diese Konzentrations- und Klumpenrisiken zu erkennen, bevor es hier zu weiteren Rückgängen am Kapitalmarkt kommt. Ein weiteres Thema, was die Kapitalmärkte in dieser Woche bewegt hat, waren die Zinsen in den USA. Wir haben eine starke Bewegung gesehen. Was Sie hier dargestellt sehen im Chart, dass die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen. Wir haben gesehen, dass die vom Tief von rund 1,4% massiv angestiegen sind bis auf rund 3,3%. Das hat den Häusermarkt belastet, das verteuert die Refinanzierung für Konsumenten und Unternehmen. Dementsprechend hat man sich jüngst von der US-Notenbank geäußert und hat gesagt, okay, das könnte wohl alles etwas langsamer stattfinden, als es der Markt erwartet hat, was weitere Zinssteigerungen angeht. Die Renditen sind zurückgekommen, Vermögensklassen, die stark gelitten haben, haben jetzt jüngst gut entwickelt, beispielsweise Aktien aus Schwellenländern oder beispielsweise auch Immobilienaktien in den USA. Aber wir glauben, man sollte nicht zu optimistisch sein, sondern sollte die strategische Asset Allocation und die Vermögensstrukturierung hier nicht im Takt kurzfristiger Notenbankkommentare hier entsprechend vornehmen. Ein weiterer Punkt, der uns in Deutschland interessiert, aber natürlich auch als Taktgeber für die globale Wirtschaft, das sind die Wirtschaftsstimmungen, die abgefragt werden über die IFO-Geschäftsklima-Indizes. Auch diese haben wir Ihnen mitgebracht. Sie sehen hier oben im Chart die Entwicklung im Zeitablauf. Sie sehen hier unten dargestellt in Rot die monatlichen Daten, einmal die Erwartung für die nächsten 6 Monate, in dunkelblau die aktuelle Lage. Sie sehen, das ging jetzt hier in den letzten 3 Monaten tendenziell eher abwärts gerichtet, also dementsprechend im Gesamtkontext aus Handelskrieg, aus Brexit und auch aus den politischen Verunsicherungen über Italien, glaube ich, das nicht verwunderlich, dass man hier Verunsicherung sieht. Dementsprechend, der Aufruf kann nur sein, in dieser Gemengelage seine finanziellen Anlageentscheidungen zu professionalisieren. Wir stehen hierzu gerne zur Verfügung. Welche Möglichkeiten wir Ihnen bieten, können Sie hier sehen. Ich darf mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken, wünsche Ihnen eine gute Zeit, machen Sie es gut, bis bald, auf Wiedersehen.